Am 7. November 1598 wird in Fuente de Cantos in Spanien Francisco de Zurbarán geboren, später einer der größten Maler des 17. Jahrhunderts. Von Zurbarán existiert nur ein einziges Selbstbildnis. Der Maler gleicht darauf den Edelmännern seiner Zeit. Spitzbart, langer Schnurrbart und der strenge, traurige Blick, der die spanische Volksseele charakterisiert. Mit 15 Jahren beginnt Zurbarán seine Lehre bei einem religiösen Maler in Sevilla. Wie dieser wird auch er sein Lebenswerk kirchlichen Themen widmen. Allerdings mit jener hintergründigen Symbolik, die ihm den Ruf eines großen Mystikers einträgt. 1626, mit 27 Jahren, erhält Zurbarán seinen ersten großen Auftrag. Er soll gegen ein Entgelt von 4.000 Dukaten 21 Gemälde für das Dominikanerkloster San Paolo bei Sevilla malen. Es ist dies der Beginn einer Karriere voll Ruhm, Neid und Intrigen, die in der Ernennung Zurbaráns zum Hofmaler König Philipps IV. Gipfelt. Der Maler liebt jedoch das prunkvolle Leben bei Hofe nicht und arbeitet zumeist für die großen Ordensgemeinschaften des Landes. Die herausragende Thematik seiner Werke bilden das Leben der Mönche und die mystisch-asketische Religiosität, welche in Spanien durch Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz zu einer Hochblüte geführt worden ist. Der visionäre Inhalt der Bilder Zurbaráns widerspricht nicht seinem äußerst plastischen, realistischen Malstil, der sich an der Hell-Dunkel-Technik von Caravaggio orientiert. Zurbarán hält es mit dem heiligen Ignatius, der schreibt: Die Linien des Göttlichen und des Menschlichen müssen sich einander nähern und einander durchdringen. Seine Vorliebe für den Realismus erklärt auch seine Aufmerksamkeit gegenüber der Natur, die aus Zurbarán einen der bedeutendsten Maler von Stillleben macht. In den Bildern des neben Velázquez und Ribera größten religiösen Barockmalers von Spanien verbinden sich die feinen Anspielungen auf die Naivität des ländlichen Lebens mit der strengen Einfachheit des Klosterdaseins. Eines der wirkungsvollsten Instrumente von Zurbarán ist das Licht, das die Armut der kahlen Räume mit ihren kantigen Schatten gegenüber der blendenden Helligkeit der freien Natur deutlich macht. Natürlich hat das Licht in den Gemälden ebenso symbolische Bedeutung. Es steht für das Schöne, das Göttliche. Zurbarán verwendet Licht und Schatten auch, um die Gegensätze und Kontraste von Eleganz und Armut, mondänem Vergnügen und physischem Leiden herauszuarbeiten. So sind die Heiligen in seinen berühmten Darstellungen in die prunkvollen Gewänder der spanischen Provinz gekleidet, um die abgeklärte Frömmigkeit ihrer Gesichter noch zu betonen. Die verschlüsselte Bildsprache des Malers orientiert sich an der Geisteshaltung der Gegenreformation. Francisco de Zurbarán, dessen Ruf sich weit über die Grenzen Spaniens verbreitet hat, arbeitet bis wenige Tage vor seinem Tod. Er stirbt im August 1664 in Madrid im Alter von 65 Jahren. Eine Bestandsaufnahme seines Vermögens ergibt, dass der große Maler in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt hat.